Ein großer Schritt für mich und ein kleiner für die Menschheit hier in Let's Replay Crash of the Titans. Auch so einen tollen Spruch falsch muss man mal bringen. Wir sind in Episode 17 mittlerweile. Es fehlen also nur noch 4 Episoden, die wir auf Gold holen müssen, mit allem drum und dran. Episode 17. Dumm ist, wer Dummes tut. Das ist Uka Uka, ne? Ja. Gut, unser letztes Stündlein hat geschlagen, würde ich sagen. Es ist tatsächlich die Episode mit Uka Uka. Ja. Die erkenne ich von Weitem, sagen wir mal so. Genau, das sind hier diese Panzerfanten, wo mir der Rick damals gesagt hat, von wegen, ja, die kannst du hier, wenn du einen Stink oder einen Stecht hast, unendlich patchen. Oder einen Electricky, die wir hier jetzt zum ersten Mal bekommen. Aber was heißt unendlich patchen? Was glaube ich für ein Scheiß? Da kann man halt den Kombo-König holen, der bei 35 liegt, glaube ich. Nee, 25? Nee, 30. Episode 17 ist 30. Ja, und da sehen wir zum ersten Mal dieses echsenartige Ding, den Electricky. Oder Electricky, keine Ahnung. Electricky. Sprechen den, glaube ich, aus. Electricky ist mir auch eigentlich relativ egal. Ich habe mir halt immer gedacht, Electricky wegen Electricity. Das macht dann am meisten Sinn, habe ich mir gedacht, aber ist im Endeffekt wurscht, glaube ich. Kann auch Electricky aussprechen von Elektrik. Ich muss mir jetzt aber erstmal irgendwas einfallen lassen, weil so geht's definitiv nicht weiter hier. Mein Freund. So. Vor allem, weil ich eben noch ein paar Leben habe und die auch eigentlich ganz gerne für den Uka-Uka-Kampf hätte. Das Problem ist, bis ich dann irgendwann mal da bin, habe ich die schon eh wieder alle verloren. So, Electricky, wie auch immer. Ja, kann eigentlich dasselbe wie Sting und Stecht und heißt halt anders. Das ist eigentlich alles. Wir sollten uns jetzt erstmal damit befassen, diese Barriere hier aus dem Weg zu räumen. Und dann sollten wir den Schalter da hinten betätigen und uns rüberziehen lassen. Und da wartet direkt ein weiterer Electricky auf uns, den wir direkt mal beschießen, in der Hoffnung, dass wir ihn schon mal patchen können. Wunderbar. Beziehungsweise betäuben, damit wir ihn patchen können. Muss es korrekt heißen. Ja, an diese Episode habe ich natürlich sehr, sehr viele Erinnerungen, weil eben, es ist die schwerste Episode. Ich glaube, das steht ziemlich außer Frage. Beziehungsweise, es hat auf jeden Fall den schwersten Kampf des Spiels. Und zwar gegen Uka Uka. Also da kommt auch der Bossfight gegen Nina Cortex definitiv nicht dran. Der Kampf hier in dieser Episode ist definitiv der schlimmste. Und leider haben wir jetzt im Hard Mode natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Da wird er noch schlimmer sein. Aber gut, das ist dann so. Da kann man jetzt gerade nichts dran machen. Habe ich es gerade richtig gesehen? Waren das jetzt 19 Handlanger oder was stand da? Auch angesichts der Tatsache würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall mal hier so den Handlangerkönig hier so rausholen sollten. Kombo-König. 30 waren es, ich hab schon wieder vergessen. Man kann es auch halt durchaus hier machen, aber. Ich weiß nicht, brauche ich den Electricity denn noch? Ach, wir riskieren es einfach mal. Haben wir sonst nichts zu tun. Obwohl, ne, wir riskieren es nicht. Wir töten die Handlanger so und machen den Trick, den der Weg gemeint hat. Muss natürlich erstmal hinkriegen, aber das schaffen wir schon. Ach, da hinten wäre noch einer gewesen. Ja komm, dann lasse ich die doch mal kommen und töte die. War ich denn ganz gerne. Ach, das ist alles ein bisschen. Geht das denn so, wie der das gemeint hat? In der Praxis, geht das? Ach, bestimmt geht das. Der kennt sich damit doch aus. Ich vertraue dem jetzt mal. Und abgesehen davon ist das wahrscheinlich sowieso total irrelevant. Ich will nur mal schon mal wissen, ob das funktioniert. Irrelevant insofern, weil ich ja sowieso noch nicht durchkommen werde, da bin ich eigentlich schon, da gehe ich fest von aus. Also ich werde mit diesem Leben, die ich bisher habe, nicht durchkommen. Ich meine, ich habe das damals sogar direkt mal ausprobiert, naja, doch, habe ich auf jeden Fall. Der hat sogar so eine Anzeige gehabt, aber der stirbt offenbar nicht. Was ich ja gut finde. Weil man kann die auch irgendwie nicht übernehmen, das wäre ein bisschen komisch, wenn der sterben könnte. Einfach die ganze Zeit spammen und dann, gleich bei 30 können wir aufhören. Den 30 trägt hier der Kombo-König. Wie schon zum x-ten Mal gesagt. So, reicht. Gib mir den Kombo-König. Dankeschön. Ja, gut. Ist halt so, also eine praktische Sache, die man hier machen kann. Ich hätte gerne den Zweierbot zerstört. Und jetzt aus der Entfernung mal ein bisschen feige den Electric Evil. Obwohl, den kann ich eigentlich erst später übernehmen. Ne? Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Weil ich ja erstmal hier die Kacke machen muss. Ja, ich muss den Mojo-Raum allein betreten, ich weiß, aber auch zum Entpatschen muss ich Kreis drücken, ein bisschen ungünstig gemacht, ne? Gut,
Was haben wir denn hier? Schocktherapie. Patsch den Electrocute und zerstör 8 Bomben, bevor die Zeit abläuft. Gut. Das Schöne ist, hier bekommt man halt wirklich immer diese Scheißmasken. Also, was heißt Scheißmasken? Ich habe gerade gesagt, das ist das Gute. Das ist auch definitiv gut. Aber trotzdem nicht immer so ganz einfach. Ja, ich ziele schon da drauf und der zielt trotzdem noch anders hin. Das ist nicht nett. Übertreibt er gar nicht mal der Rhino-Roller? Ich habe doch gerade schon da drauf gezielt. Wieso kann das denn? Gibt's doch nicht. Der kommt schon wieder an der Rhino-Roller. Ja, der kann aber nicht so schnell die Richtung ändern, so wie es aussieht. Ich muss die Dinger aber auch zerstören hier. Nein! Hab's jetzt verkackt. Aber kommt nochmal so ein Rhino-Roller. Rhino-Roller da schon. Patch Electricity. Ah, okay, gut. So, zack, komm her. Jetzt ist wahrscheinlich links und rechts noch was. Genau. Jetzt nochmal schnell nach rechts. Komm! Ja! Ich wusste ja, dass da einer ist. Also ich konnte es mir denken und deswegen. Oh, das ist schon Gold wert. Den Rhino-Roller lassen wir einfach mal links liegen. Der interessiert uns nicht. Heilige Kacke, der hat mich fast erwischt. Und die sind ja leider ziemlich mächtig. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich noch abgekratzt und wäre wahrscheinlich noch gestorben, obwohl ich es eigentlich schon geschafft habe. So, jetzt kommt bitte hier nochmal der Electricity. Pumperfrucht können wir gebrauchen. So, und ich würde sagen, das gleiche Prozedere wie gerade. Mit unserem Board Slam und dem Dreieck-Attacke danach. Die Pille danach, wunderbar. So, bisher angenehm. Leider kommt ja noch der schwere Teil dieser Episode. Das war ja leider alles Kindergeburtstag. Muss man leider so sagen. Aber ich bin doch sehr positiv davon überrascht, wie flüssig es jetzt wieder läuft seit Episode 14 eigentlich. Seit ich diese Episode durch habe, läuft es auch wieder. Oder seit Episode 15, ich weiß es gar nicht mehr, welches war, um ehrlich zu sein. Ja, so lange her, ne? Auf jeden Fall war es eine nicht so nette Episode. Yo, was geht ab? Komm her. Du willst es doch auch, ja. Er will es, dankeschön. Bruce will es auch. So. Oh, ich muss mich auf die Plattform stellen. Es sieht genauso aus wie der Raum davor, davor muss ich eigentlich mal sagen. Und jetzt gleich sind wir auch schon wieder tatsächlich bei Uka Uka. Das wird nicht toll. Gucken wir uns natürlich erstmal wieder die Sequenz an und dann geht's los. Heilige Kacke. Das wird lustig. Sage ich nur schon mal. Wir treffen hier keins von den Dingern. Ich glaube, wir aktivieren gleich einfach mal den Schalter. Ne, wir haben eins getroffen. Das ist der Wahnsinn. Wir haben noch eins getroffen. Gut, dann aktivieren wir den Schalter. Wir haben sogar fast alle getroffen. Eine Bombe fehlt noch. Können wir auch im Nahkampf plätten. Super. Da hinten ist ein Spyrobot, der ist ja fies. Der ist gerade schon wieder fast gar nicht gesehen. Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich noch nicht so viel bringt. Ich weiß gar nicht, wie viel nochmal danach Uka Uka kam. Oder war es das dann schon? Konzeptgrafik hätte ich auch fast übersehen. Wir haben ja aber sonst schon fast alles, ne? Die Handlangerkönig aber, glaube ich, auch sogar schon. Aber das bestehen wir jetzt hier nicht. Definitiv nicht. Aber erstmal Sequenz. Obligatorisch. Denke ich mal. Kleinen Insekten habt es tatsächlich geschafft. Tja, als Belohnung gibt's was Leckeres für euch. Nein, das ist bestimmt nichts Essbares, Crash. Eher das Gegenteil. Ja, sehr das Gegenteil. Sag mal, Crash, erinnerst du dich an den Evolvo-Strahl? Mal sehen, was passiert, wenn ich den Evolvo-Strahl an mir selbst benutze. Da wir ja nicht unhöflich sind, antworten wir auch auf seine Frage. Ja, ich erinnere mich an den Evolvo-Strahl. Das wurde mir nämlich damals geschrieben, was das für ein Strahl ist. Nämlich der, der Crash erschaffen hat. Ich muss jetzt nur mal gerade so ein bisschen koordinieren. Ja, super. Das war's schon mal mit koordinieren. Ja.
Was machen wir jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache gegen Uka Uka. Da muss man einfach nur Glück haben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und sowas. Und das ist teilweise schwierig. Moment, hatte ich da nicht alle Handlanger? Habe ich es gerade richtig gesehen? Na egal. Jetzt haben wir alle Handlanger, gut. Ich hätte gern den... Ne, der wird jetzt sowieso gleich tot umfallen wahrscheinlich. Und ich auch. Denn ich bräuchte mal einen Moment, wo ich den wirklich attackieren kann. Jetzt sieht es so gut aus, komm. Jetzt habe ich ihn nochmal getroffen, super. Klingt aber so gut wie gar nichts, genau, der macht nämlich seine Stacheln. Was versuche ich da? Auf eigene Faust ist schlecht. Sag ich mal. Ach scheiße, ich hab nicht genug Energie, stimmt. Hätte ich mal Gedanken drüber machen sollen. Drum machen sollen. Komm her. Bastard. Hat ja viel gebracht, ne? Super. Jo, und der Typ ist wieder tot, ja. Also, das Ding ist, damals habe ich das auch immer mit den Kämpfern gemacht. Aber jetzt haben wir natürlich noch die Herausforderung gleichzeitig, dass es der Hard Mode ist. Ja, und das war dumm. Jetzt sterbe ich schon mal an den kleinen Titan, das ist doof. 5 Leben haben wir, aber das heißt leider dann auch gar nichts. Also meine einzige Chance sind momentan die Kämpfler, weil ich die direkt patchen kann. In der Theorie. Und das klappt mit den Elektrikis natürlich nicht. Das Ding ist, nah dran sein ist bei Uka Uka hier jetzt wichtig. Man darf aber auch nicht zu nah dran sein, dass er seine Stacheln macht, genau. Da gibt es dann Probleme. Na, das ist ein bisschen konfus hier, diffus. Man muss aufpassen. Man muss einfach sehr aufpassen. Eigentlich ganz gut, dass er uns jetzt gerade in dieser Phase geballert. Aber es bringt auch nichts, er ist einfach zu übermächtig. Ich hätte gerne einen weiteren... Genau, einen weiteren Kämpfer. Denn mit Electricis möchte ich nicht arbeiten und jetzt bin ich gleich wieder tot. Nein, ich kann abhauen. Ist ja schon mal was. Nicht zu nah ran, aber auch nicht zu weit weg, denn sonst trifft das Zeug ja den nicht. Und es trifft ihn sowieso nicht, weil ich nicht zielen kann. Und damit können wir jetzt einfach mal ein bisschen blöd in der Gegend rumstehen. Das Gute ist, der greift uns währenddessen noch nicht an. Ich lasse einfach mal ein bisschen aufladen. Ich sollte gleich aber ein bisschen näher rangehen. Oh. Ich glaube, ich sollte gleich noch mal ein bisschen näher rangehen, wollte ich sagen. Oh Gott, das dauert einfach viel zu lang. Weil er sonst eben diese Attacke macht, dachte ich. Aber der macht die auch so irgendwann nach einer Zeit. Zu weit nach links darf ich auch nicht wegen dem Electricy. Jetzt macht er wieder das. Das wollte ich mir noch einmal abwarten, muss ich sagen. Weil ich das gerade dumm koordiniert habe, muss ich sagen. Damit hat sich die ganze Warterei überhaupt nicht ausgezahlt. Supi. So liebe ich es. Und ihr müsst euch ja halt mal reinziehen. Ich muss den dreimal übernehmen. Wenn ich überlebe, ist es zwar in Ordnung. Dann kann ich das in einem Zyklus quasi machen. Also die Dinger bleiben tot. Genauso wie es beim Aegitopus war, mit diesen Dingern da links und rechts, aber es bringt halt wirklich nicht viel, weil man den immer wieder neu patchen muss und das ist schwer, das ist sehr schwer. Ich habe das damals so gegen die Wand gemacht, so ganz komisch. Also war ganz cool, aber das funktioniert leider nicht mehr. Das ist immer ganz gut gewesen jetzt so, dass ich den... Ja, der kann mich überall damit treffen, ist ja toll. Wusste ich jetzt so auch nicht mehr. Nervt mich nicht. Ich will den Typen da. Ganz toll. Egal, habe ich wenigstens wieder neue Power. Warte. Wieso hast du denn nicht getroffen? Das war meine Chance. Das war meine fucking Chance, jetzt nochmal kurz angreifen. Es geht nämlich immer ganz gut danach, wie wir wissen. Also ein paar Strategien kann ich ja schon rausfinden. Ich muss sitzen. Wieso triffst du denn nicht? Du bist einfach blind. Du Typi. Du bist einfach blind. Das Kind nochmal. Ja, dann macht er das. Genau. Das habe ich erwartet. Das heißt, nur... Direkt nach seiner Laserattacke kann ich das machen. Merken wir uns. Räumt der Scheiß auf, bitte. Genau. Oh Gott, jetzt können wir auch direkt X machen. Das muss halt sitzen.
Das war unglücklich, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal wieder warten. Kann ich jetzt währenddessen den nächsten Kämpfer nehmen? Müssen das sogar. Wir haben uns jetzt Tode bombardiert. Ja, und dann kommt wieder der scheiß Electricity. Kannst du dich einfach mal verpissen? Das Problem ist, wenn ich ihn töte, kommt er wieder. Aber ich will ihn gar nicht haben. Der soll einfach gar nicht wiederkommen. Ich bin halt super vorsichtig jetzt gerade, was man, denke ich mal, nachvollziehen kann. Weil ich irgendwie überleben muss. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 Leben oder so. Oder vielleicht sogar noch 4. Bringt mir im Endeffekt trotzdem alles nichts. Ich muss jetzt vor allem gutes Timing erwischen, dass ich abhauen kann. Das war wieder ein scheiß Timing. Ich muss quasi Glück haben, dass die eine Kugel gerade erst ankam. Weil ich hab einfach keine Chance. Der kommt jetzt wieder mit seiner Scheiße, wenn ich ihn patsche. Nö, irgendwie nicht diesmal. Kein Bock. Jetzt kommt der Hein wieder. Ich wollte jetzt gerade zu ihm hin, weil ich dachte, jetzt ist die Chance günstig. Das war super. Ja, und jetzt will sich mein Fernseher automatisch ausschalten. Na, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ach, Mann. So. Ah. So, erstmal das Ding hier in der Mitte zerstören. Einfach, weil wir es können. So. Ja, ja, das kennen wir, das kennen wir. Einfach abhauen, einfach abhauen. Scheiß auf den. Den kriegen wir auch so. Lass mich in Ruhe, du. Schüsse. Ja, wenn man den super trifft, hat man eine große Möglichkeit. Oh, ich habe ihn schon wieder super getroffen. Gut, 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 gut. Links ist wie gesagt noch der eine Heini, deswegen will ich da erstmal nicht hin. Der Electricity meine ich. Genau. Den meine ich mit einem Heini. So, gut. Jetzt fehlt mir gerade so ein Kämpfer. Wie ihr vielleicht seht. Noch habe ich Leben. Noch. Der ist jetzt rechts. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Tut mir leid. Wie viel Leben habe ich noch? 3. Wow. Nice. Und er ist wieder in der Mitte. Das ist halt wichtig. Und vorne, der, also da wo er stand, und der rechts ist jetzt weg. Das heißt, ich muss ihn nur noch einmal übernehmen. Das sollte machbar sein. Das sollte in der Theorie machbar sein. Aber jetzt sind hier leider halt viel zu viele Typen, die hier zuspammen. Weil natürlich mit aller Macht verhindern wollen, dass der große Uka-Uka hier zum Zug kommt. Das ist das fucking Problem gerade. Dass hier viel zu viele Typen sind. Und hier jetzt irgendwie aus dem ganzen Dilemma rauszukommen, schwierig. Sehr schwierig. Aber gerade wenn man so weit gekommen ist, wäre das jetzt echt sehr ärgerlich, wenn man jetzt hier irgendwie scheitert. Wie gesagt, 3 Leben. Kleiner Showdown schon quasi. Erst ein bisschen durchkommt, dann ballern. Ja, man hat nicht die Chance. Hier ist viel zu viel los. Man muss einfach ein sehr, sehr günstiges Timing erwischen. Ich will den Kämpfer haben. Nein, den Kämpfer, den Kämpfer, den Kämpfer. Bist du dumm? Mein Gott, ich finde den Kämpfer besser. Weißt du doch langsam. Jetzt macht er wieder den hier. Halt einfach hinter ihm rum. Und wollte ihn jetzt mit der X-Attacke attackieren, aber da bin ich zu lang ungeschützt. Das kann ich auch nicht machen. Mann, ich hätte jetzt so eine gute Chance gehabt, weil der in der Nähe stand vom Uka-Uka. Das wäre eine echt gute Chance gewesen. Glaubt man vielleicht nicht, aber wirklich. Wäre so gewesen. Warte mal wieder ab hier, Bastard. Es ist unmöglich im Hard-Mode. Da brauchen wir so viel Glück. Glück habe ich gerade auch noch nicht. Hatte ich jetzt in den ersten beiden Phasen, sage ich mal. Aber jetzt verlässt mich das Glück. Jetzt verlässt mich das Glück, wo ich es am dringendsten brauche. Ich hatte schon so ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen, ne? Aber die Hoffnung ist jetzt weg. Die ist einfach weg. Weil ich sehe, dass es einfach unmöglich ist. Wenn man jetzt hier einmal einen Typen gepatscht hat, dann geht's nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Ihr seht's ja. Jetzt kommen hier Electricities, die mir einfach überhaupt keine Freiheiten lassen. Und wenn, dann tötet mich Uka Uka.
Meine Chance, komm. Wo ist er? Ich glaube, ich habe ihn. Oder? Ich habe ihn, ich habe ihn. Oh mein Gott. Jetzt nur noch überleben. Nur noch überleben, Leute. Nur noch überleben. Leichter gesagt als getan. Aber es könnte... Es könnte möglich sein. Einfach nur drauf losschlagen. Einfach drauf losschlagen. Ja! Ja! Geil! Ihr glaubt, ihr hättet mich besiegt? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nina wird schon bald den Roboter starten. Und dann ist die Wumpa-Insel verloren. Du Monster! Nina braucht deine süße Schwester da nicht mehr. Also ist die auch erledigt. Ich lache zuletzt. Ich lache zur Sicherheit jetzt schon mal. Schnell, Crash. Wir müssen sofort zum Roboter. Ich kann Coco spüren, also bringe ich uns so nah wie möglich ran. Mach dich bereit. Ich dachte schon, komm Crash, jetzt lach auch schnell. Damit du als letztes lachst, na. Du schrecklich undankbares Kind. Damit kommst du nicht durch. Ach, wirklich? Und warum? Ich sag dir warum, das ist meine Festung und das da ist mein Roboter und... Mir ist übel geworden. Sorry, Onkel. Aber da Coco mir beim Roboter helfen muss, können Crash und Akku Akku mich jetzt nicht mehr aufhalten. Mein Dominator ist fast fertig. Und wenn er die Wumperinsel zerstört, darfst du nicht mal zusehen. Oh, ich sehe doch so gern, wie was kaputt geht. Du bist schrecklich. Danke. Zeig es mir bitte. Fucking Gold! Ich bin eine Gottheit. Was geht ab? Geil, geil, geil. Und jetzt werde ich die Aufnahme sofort beenden, damit ich das hier auf jeden Fall safe habe. Leute, ist das geil oder was? 83% UKUK ist geschlagen im First Try. Ist das episch. Und damit verabschiede ich mich für diesen Part. Und jetzt kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Bis dahin. Tschüss.